Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Poly Bridge. Ich bin jetzt gerade bei der vorletzten Runde. Da wo ich bei Sunbay nachgeschaut habe, wie er gebaut hat. Ich habe es probiert nachzubauen, ich habe es leider nicht geschafft. Jetzt probiere ich es nochmal. Ich probiere es mal anders. Probiere das mal so. Weil ich weiß nicht, irgendwie kriege ich das nicht gebacken. So wie Zombie das gebaut hat, schaffe ich es nicht. Ich bin halt voll der Noob. Na, ja. So. Fehlt da nicht der Kreis immer? Brauche ich nicht. Ach ja. Oh. Oh. Das off. Ja. Nochmal Grid off, damit wir da ein bisschen besser die Sachen hin und her schieben können.
Kreuz zu machen. Das Kreuz. Das Holzstückel. Stückele. Schon wieder. Ich will es erstmal nur schaffen. Budget ist mir jetzt gerade erstmal egal. Hauptsache ich schaffe es. Und wenn ich es geschafft habe, dann probiere ich ein Budget. Und das Budget. Okay, geschafft habe ich schon mal. Auch wenn die ertrunken sind, aber ich bin trotzdem durch. Jetzt noch das Budget anpassen. Okay, das wird das Schwierige. Da probiere ich jetzt, sage ich mal, 5 Minuten aus, das Budget anzupassen. Wenn ich das bis dahin nicht geschafft habe, mache ich schnell mal die letzte Strecke. Und probiere dann die letzte Strecke zu bauen. Thank you.
runter, runter, runter. Na gut, okay. Ich sag mal, ich hab's geschafft. Gehen wir zur nächsten Runde. Verlassen. Ist voll gelb, okay. Jetzt kommt die nächste Runde von A nach A, B nach B. Okay, okay. Play. Straßen. Okay. Kann ich die Brücke bauen, die ich schon die ganze Zeit probiert habe, immer so bauen, damit die es hoch und runter fahren. Schon wieder gleich pleite. Ah. Okay. Muss ich da vielleicht doch einen Split reinsetzen? Ach, ich habe da ja ein Dingens drin. Holzbalken mal dabei. Kann doch nicht wahr sein. Boah, jetzt aber.
Okay. Und das noch schnell ein bisschen billiger machen. Ein Kreuz brauche ich hier. Kriege ich das billiger? Warte mal, wenn ich die runtersetze. Okay. Da muss eine Verbindung auf jeden Fall rein. Okay, das klappt. Da links. Zentraten, sonst schaffe ich das nicht. Also schaffen tue ich das schon, nur nicht in dem Budget, was ich zur Verfügung habe. Wenn ich den wegmache. Wer braucht auf jeden Fall diese Steine? Okay, das klappt ja, das haben wir schon gesehen. Aber wenn ich das jetzt so mache.
Oh, falsche Richtung. Also auf 100, nicht auf 150. Geschafft. So, ich werde jetzt noch einmal probieren, die eine Brücke unter dem Budget zu bringen, den ich noch nicht geschafft habe. Und das schneide ich dann nochmal, wenn es fertig ist, hier mit rein. Also dann bis gleich, auf Wiedersehen. Hurra, ich habe es endlich geschafft, nach stundenlangen Ausprobieren bei dieser ekligen Brücke mit dem Doppeldecker. Ich zeige euch, wie ich das gebaut habe. Okay, wie ich es gebaut habe, seht ihr ja jetzt. Ich drücke da jetzt einmal Start. Hier leuchtet es schon ein bisschen rot. Jo. Aber so habe ich es endlich geschafft. Unter dem Budget, den ich eigentlich zur Verfügung habe. Ja, danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Mal schauen, was ich jetzt als nächstes spielen werde. Bei Pony Bridge ist ja jetzt zu Ende. Ja, alle Folgen unterm Budget abgeschlossen. Und hier kann ich leider noch nicht spielen. World of Wonders. Da bin ich mal gespannt. Wann kommen die eigentlich? Aber danke fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendein bestimmtes Spiel sehen wollt, dann schreibt das in den Kommentaren. Ich werde probieren, es zu spielen, sofern ich es kann. Bei Ego-Shootern ist bei mir das Problem, ich habe Simulation Sickness.
Das ist halt, wenn ich in der Ego-Perspektive spiele, wird mir schlecht, schwindelig und kriege Kopfschmerzen. Also so Ego-Shooter spiele ich eher weniger. Ich habe auch ein bisschen Probleme bei Minecraft. Wenn ich Bed Wars habe ich gezockt, das geht bei mir mal gar nicht. Sobald ich da auf der Insel rumlaufe, geht das, aber sobald ich anfange mit der Brücke bauen, wird mir schlecht. Na gut, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye!